So, schönen guten Tag, Freunde der Ostblock-Technik. Wir sitzen hier im W50 und ich habe jetzt einen Anlasser verbaut, wobei ich heute leider nicht mitgenommen habe, weil das ein bisschen anstrengend war, den unten zu verbauen und dennoch zu filmen. Ja, ich habe einen Startversuch unternommen, bei dem ist nicht viel bei rausgekommen, klang nämlich so, als würde er keinen Diesel kriegen. Jetzt habe ich einfach mal aus Neugierde die Düsen, also hier oben die Einschutzdüsen, die Leitung abgeschraubt und wollte jetzt gucken, wo jetzt Diesel rauskommt und wie viel. Ja. Und jetzt versuche ich mal einen zu starten und ich zeige euch mal, wie viel Diesel rauskommt. Genau. Aus Zylinder 1 und 2 kommt nämlich gar kein Diesel raus. Das ist mein Problem jetzt. Dann werde ich mal gleich unten an der Einspritzpumpe die Leitung auch abschrauben und gucken, ob es daran liegt, dass irgendwelche Leitungen verstopft sind, was ich nicht glaube. Oder ob es wirklich daran liegt, dass die Einspritzpumpe hier nicht rausfördert. Also anspringen kann auf jeden Fall mit nur zwei Zylindern nicht. Also schlecht, sagen wir mal so. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die abgeschraubt habe. Ja, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Und zeigen mal, dass die Zylinder ja keinen Druck haben, also die beiden Elemente. Aber was ich jetzt noch dazu zeigen möchte, hier ist ja normalerweise das Standgas eingestellt. Wenn man das ausmacht, ist die Fördermenge der Einspritzpumpe normalerweise gleich 0. Das war der Anlasser, nicht wundern, dass wenn der Magnetschalter nicht einrastet. Es fördern die erste und zweite Zylinder, die sowieso fördern einfach weiter. Heißt, ich muss davon ausgehen, dass die Reglerstange hier unten, die da drin ist, fest ist. Also, weil das halt eine Krankheit ist, die CDs und so ein Kram gern haben und dann auch gerne mal einen Runaway erzeugen können. Heißt, wenn die Reglerstange an einer falschen Position, zum Beispiel auf Vollgas fest, oh Mann, auf Vollgas fest ist, kann der Motor einfach dauerhaft auf Vollgas laufen und man kriegt den nur schwer wieder aus. Deswegen haben wir schon den Luftschlauch zum Luftfilter abgenommen und habe auch normalerweise hier eine Platte mit dem Tuch drüber, was ich, wenn ich den starte, das habe ich bei jedem Trecker, so vor den Luftfilter klemmen kann, damit er keine Luft mehr kriegt, falls wirklich es so kommt, dass die Reglerstange fest ist und dass der Trecker, LKW, was auch immer, meint, hey, wir wollen jetzt weglaufen, dann mache ich da drüber. Ein bisschen eine Förderleistung hat sie, aber ich glaube einfach, dass die Reglerstange fest ist. Ja, muss ich mal sehen. Man kriegt die auch eigentlich gut wieder lose. Aber dafür müsste man die Einspritzpumpe ausbauen, was halt auch ein bisschen Arbeit ist. Nur mal gucken, ob ich den Deckel so abkriege, ob ich das Öl dann ablassen kann und dann mal sehen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Problem ist. So, mit den neu gewonnenen Informationen, dass beim W50 wahrscheinlich die Reglerstange fest ist in der Einspritzpumpe, beende ich erstmal dieses Video. Ja, und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn ich euch eigentlich den Russen vorstelle. Wenn ich das fertig geschnitten habe und bearbeitet habe und so einen Scheiß. Aber hier kriegt ihr jetzt mal so ein kleines Update-Video über den W50. Weil ja wirklich eine Zeit lang nichts kam. Ja, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen, jetzt mehr zu machen. Jo, und dann wird es auf jeden Fall demnächst wieder mehr Content geben. Auch wenn der läuft. Also, das wird schon.
Und wie gesagt, freue dich auf das Vorstellungsvideo von Belarus. Ja. Bis denne, haut rein.